Hallo Freunde von Fossilien der Götter. Heute zeigen wir euch ein interessantes Objekt aus Griechenland. Und zwar handelt es sich dabei um den Meteora-Felsen in Griechenland, wo auch Klöster drauf errichtet wurden. Und wir schätzen, dass es sich bei diesem Objekt um einen versteinerten Giganten aus der Urzeit handelt. Rechts im Bild können wir einen Fuß ausmachen. Gehen wir weiter rüber. Zeigt sich hier der Schädel des Wesens. Und im Hintergrund sieht man richtig deutlich den Torso liegen, auch mit den Halswirbeln. Gehen wir weiter nach links, kann man auch gut erkennen, dass der Torso hier aufgebrochen ist und so eine Masse ausgetreten, die dann auch versteinert ist. Wenn man dann näher ranzoomt, liegt eigentlich die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Därme handelt. Und in der Reihen. Den Fuß sollten wir uns jetzt erstmal noch etwas näher betrachten. Sehr schön zu erkennen ist der Fußballen und eine Fersenfuge, typisch für Füße. Und die Ferse ganz am Schluss. Hier haben wir mal ein Anatomiebild euch mitgebracht, wo man die Fersenfuge sehr schön sieht. Und auch der berühmte linke Fuß von Stonehenge, der auch wieder diese typische Fersenfuge zeigt. Nur leider sind die Fußzehen hier nicht so schön erhalten wie an unserem Objekt hier. Bei unserem Objekt kann man sehr schön die große Fußzehe und wie sich die anderen Fußzehen anreihen. Die Ferse ist auch etwas deutlicher hier zu erkennen und auch der Ballen aus diesem Winkel. In der Nähe dieses Objektes liegen diese Formationen. Schauen wir uns das mal näher an. Hier vermuten wir ein Knie. Das ist die Kniekehle. Und da unter diesem Knie hier diese Delle deutlich zu sehen ist, kann es sich hierbei nur um einen Unterschenkel handeln, der hier in den Boden reinragt. Rechts davon haben wir hier einen linken Unterarm. Das ist die Innenseite. Man sieht hier sehr schön den Daumenballen. Die Finger sind ein wenig verkrüppelt hier. Und man sieht ganz gut hier die Muskelsehne für den Oberarmspeichenmuskel, der sich hier befindet. Das kann man noch deutlicher hier nochmal zeigen. Die Sehne, die Oberarmsehne und der Oberarmspeichenmuskel. Und hier dieser Daumenballen. Zu guter Letzt haben wir hier noch ein schönes Objekt. Das ist ein richtig guter versteinerter Riese. Hier sieht man den Brustkorb. Und der Bauchansatz. Dies hier scheint eine Hand zu sein. Die Finger sind auch leider nicht gut erhalten. Die Hand geht hier runter. Der Ellenbogen ist ein bisschen versteckt. Hier kann man die Schulter gut erkennen. Und der Oberarm. Dies hier ist der Kopf des Wesens. Der Hinterkopf, das Gesicht ist weg und ein Kloster darauf errichtet. Und wenn man das Bild etwas näher anschaut, kann man sehen, dass das Gesicht hier von oben runtergerutscht ist. Ich drehe es uns mal, dass wir es besser sehen können.
Ja, so sieht man es viel besser. Hier haben wir eine Oberlippe, die Unterlippe. Das soll mal die Nase gewesen sein. Das Auge ist noch sehr schön zu erkennen hier. Und die Augenwulst, die Stirn. Wie groß der gewesen sein kann, das lässt sich schwer sagen. Okay, das soll es für heute mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Team Fossi.